So, wir haben Rebecca hier, die Siegerin des großen Wettbewerbs des Gerichtsherren Mineralien 2016 unter vielen, vielen Teilnehmerinnen ausgesucht. Wie war das, dass du erfahren hast, dass du das Gerichtsherren Mineralien 2016 wirst? Ich war super überrascht, ehrlich gesagt. Also ich war zum einerseits geschockt, andererseits habe ich mich natürlich total gefreut, weil man eben weiß, dass sich natürlich viele Bewerberinnen auf dem Plakat sehen wollen und sich dann dementsprechend natürlich auch mit ihrem Foto bewerben. Es gibt eben viele schöne Frauen und dann ist man auch gleichzeitig neugierig und möchte natürlich gerne wissen, warum passe ich da jetzt rein, und ja, mit der Neugier bin ich dann ins Gespräch gegangen. Und auf dem Weg zur Mineralien jetzt sieht man ja überall große Plakate. Wie ist das für dich, wenn du dir vorstellst, dass du da nächstes Jahr hängst? Ein ganz komisches Gefühl, was ich noch gar nicht so wirklich wahrhaben kann, ehrlich gesagt. Andererseits ist es schön, für so eine hochwertige und wirklich toll organisierte Messe zu stehen. Von daher freue ich mich drauf. Und war das jetzt dein erstes Shooting oder hast du sowas vorher schon mal gemacht? So ein professionelles Shooting mit professioneller Visagistin und so einem tollen Fotografen noch nicht, nein. Das erste. Und hat Spaß gemacht? Ja, macht immer noch riesig viel Spaß. Ich bin immer noch aufgeregt. Hast du dich schon mal hier auf der Mineralie umgeschaut? Hast du so einen Tipp für unsere User, wo man unbedingt mal hingehen sollte, was besonders auffällig, besonders gut ist? Also besonders auffällig ist natürlich, wenn man hier reinkommt, das ist einfach alles voll, alles glitzert, alles glänzt in allen verschiedenen Farben. Man kann sich kaum satt sehen. Was ich empfehlen kann, ist einfach erstmal einen kompletten Rundgang zu starten, sich erstmal berieseln zu lassen, auch mit den Verkäufern mal zu sprechen. Wo kommen die Steine her? Wo kommen die Mineralien her? Was haben die Verkäufer jeweils damit zu tun? Weil ich das immer ganz interessant finde. Und dann steht natürlich auch noch so ein bisschen Weihnachtsgeschenk im Vordergrund. Wenn man noch was Schönes sucht, wird man hier auf jeden Fall, finde ich. Okay, super. Schönes Schlusswort. Wir freuen uns schon auf die Plakate für die nächste Messe. Dankeschön. Vielen Dank.